Die US-Regierung will den Import bestimmter Flugzeuge des kanadischen Unternehmens Bombardier mit Strafzöllen von bis zu 220% belegen. Das kündigt der Handelsminister Wilbur Ross an. Die US-Regierung wirft Kanada vor, den Konzern beim Verkauf der Flugzeuge der sogenannten C-Serie unfair subventioniert zu haben. Die Entscheidung könnte auch Großbritannien treffen, wo die Flügel der Mittelstreckenjets gefertigt werden. Die US-Handelsbehörde USITC müsste die Strafen noch genehmigen. Das ist ein harter Schlag für Bombardier, es ist ein harter Schlag für Kanada, es ist ein harter Schlag für Nordirland und auch für Theresa May. Ob das so durchgeht, das ist noch die Frage, da fehlt noch eine Instanz. Es ist ein Riesenzoll, also brauchen Sie Beweise mit Substanz, dass diese Flieger zu subventionierten Preisen verkauft wurden. Bombardier ist der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und Werken in Kanada, den USA, Großbritannien und Mexiko. Mit der Entscheidung springt die US-Regierung vor allem ihrem heimischen Hersteller Boeing bei, der die Untersuchung der US-Behörden angestrengt hat.